Sie wollten mich sehen, Sir? Nur zu. Der Imperator ist tot. Und was passiert jetzt? Wir schlagen zurück, Commander. Das Imperium wird die Wurzel des lächerlichen Selbstvertrauens der Rebellen mit Stumpf und Stiel ausreißen. Sag mir, Aiden, was ist die Quelle ihres Glaubens? Hoffnung. Korrekt. Die Präsenz des Abgesandten ist eine Ehre, eine, die ich mit meiner Tochter teile. Admiral Versio, Operation Asche muss sofort beginnen. Widerstand, Rebellion, Ungehorsam. Dies sind Konzepte, die keinesfalls weiter bestehen dürfen. Sie sind lediglich eins der Werkzeuge, die diese Ideen tilgen werden. Ja, das ist mein Abgesandter. Er wird Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel weisen. Operation Asche ist der letzte Befehl des Imperators. Und der erste Schritt in eine neue Zukunft. Inferno ist unerlässlich für unseren Erfolg. Was ist das Ziel? Sie sind nicht verifiziert. Die Information kann warten. Vorerst. Das hier ist dein nächster Auftrag. Er ist ungewöhnlich. Aber es sind auch ungewöhnliche Zeiten. Los, Commander. Tu, was du am besten kannst. Zur Vorbereitung auf Operation Asche wurden wir zur Fondor-Werft beordert. Agent Husk, Sie und ich beschaffen experimentelle Satelliten für den Sternenzerstörer Dauntless und sorgen für die Sicherheit von Moff Wraith. Agent Miko, Sie haben die Corvus. Commander, die Satelliten wurden gesichert. Gute Arbeit. Moff Wraith hat berichtet, Operation Asche kann laufen wie geplant. Achtung, Achtung! Rebellenschiffe, Nord von Fondor! Was ist der Plan, Commander? Den Sternenzerstörer sichern. Operation Asche muss geheim bleiben. Fangen Sie die feindliche Korvette ab. Gehe auf Position. Okay, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront 2 im Story Mode. Ja, unsere letzte Mission war tatsächlich kurz nach der Zerstörung des Todessterns. Oh, 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 oh. Sie ist gleich zerstört. Baboom. Blockadebrecher zerstört. Und ich komme gar nicht zum Reden. Ionenkanonen der Rebellen haben die Dauntless deaktiviert. Commander, ein paar Rebellentransporter sind unterwegs zur Dauntless. Vater, Sie wollen mein Schiff. Vernichten Sie sie, bevor Sie mich erreichen. Haben Sie verstanden? Ja, alles klar. Jäger, Angriff auf die Rebellentransporter. Hindert Sie daran, an Bord der Dauntless zu kommen. Ich schalte Sie dann aus. So, und zwar, unsere letzte Mission war ja schon ein... Oh, wir werden tatsächlich verfolgt, glaube ich. War ja schon ein... Ein Kampf im... Er versucht auszuweichen. Zerstören Sie ihn, wo er an Bord kommt. Ein Kampf... Weniger. Alter, ich komme nicht zu reden. Noch immer zwei die Station ab. Halten Sie sie auf, bevor Sie auf mein Schiff kommen.
alles im Griff, Sir. Agent Haas, mir nach! Ja, Commander. So. Okay, einen haben wir. Wir lassen es jetzt einfach mit dem Rückblick. Soll das gehen, Agent Task? Da mein Schiff außer Gefecht ist? Uns fällt schon was ein, Sir. Da ist er runtergeflogen. Da ist er. Dich kriegen wir, mein Freund. Das waren alle. Die Dortmund muss ihre Energie wiederherstellen. Wir müssen diese Ionenkanonen ausschalten. Ja, Commander. Dann dezimieren wir die Rebellen. Alles klar. Bei allem Respekt, Sir. Sobald Ihre Systeme online sind, sollten Sie mit den Satelliten abziehen. Feigling, komm nicht in Fahrt. Agent Task, feindliche Jäger nähern sich. Zu Agent Task stoßen, alles klar. Wo ist er denn? Wahrscheinlich da unten. Okay. Machst du denn da? Commander, ich werde verfolgt. Feindlicher Jäger auf 017. Bin auf dem Weg. Brauche freies Schussfeld. Ich locke ihn in die Station. Nein, bitte nicht. Wo seid ihr denn jetzt? Oh, wir werden auch verfolgt. Commander, er ist doch da. Ich muss mal kurz gucken, was da hinter uns los war. Wir kümmern uns gleich um Hask. Er wird das schon schaffen. Jäger nicht los. Ja, doch. Sie schlucken den Köder. Ich hab sie im Visier. Alter, wo bist denn du? Der ist da echt drin. Okay. Ich bin getroffen. Nein. So schnell konnte ich jetzt nicht mehr irgendwie drehen. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Da ist Hass. Au. Oh. Kein Problem, wenig. Commander, ich werde verfolgt. Feindlicher Jäger auf 017. Ich bin auf dem Weg. Brauche freies Schussfeld. Ich locke ihn in die Station. Wer schießt denn da wieder auf uns? Commander Mercio, er ist doch da. Einen haben wir. Rebellenabschaum. Den zweiten haben wir auch. Hask, wir haben es doch. Oh, da kommt schon der nächste. Alles klar. Alles klar, Agent Hask. Danke für die Hilfe, Commander. Zeit, die Ionenkanonen auszuschalten. Alles klar, Commander. Der Hangar ist frei. Wo müssen wir hin? Ich gehe auf. Was? Ey, das war jetzt aber geringfügig. Ich gehe auf das feindliche Schiff. Hask, auf mein Kommando stoßen Sie zu mir. Bis dahin decken Sie die Dornen. Ja, Commander. Okay. Wir steuern nicht mehr. Doch, jetzt. Alles klar, dann räumen wir mal hier ein bisschen auf. Oh, da ist noch ein X-Fighter. So, das sollte eigentlich reichen. Infiltration. Alter, was ist das für eine Waffe? Okay, jetzt haben wir auch völlig andere Fähigkeiten. Okay. Ist das eine Art Schrotflinte oder was ist das? Sehr merkwürdig. Zeig mir einen Scan. Alles klar, da hinten sind welche. Ah, jetzt verstehe ich so langsam. Du lebst noch. Hä, warum? Er wird noch als lebend angezeigt. Vielleicht das Leben nach dem Tode.
Alter. So schlecht ist die Waffe dann doch nicht. Und was haben wir hier? Wir nehmen uns mal eine Waffe der Rebellen. Yes. Obwohl die andere Waffe wirklich nicht schlecht war, aber... Du glaubst, das hält uns auf. Droide, Tür öffnen. Versuchen sie hier tatsächlich alles abzuschotten. Wahrscheinlich erfolglos. Ja. Den Schock hätten wir uns eigentlich aufsparen sollen. Wenn mehr Soldaten beieinander sind, aber ich dachte, wir kriegen die zwei gleichzeitig. Nur ein Kommando. Ich bin der Kommando oder die Kommando. Hier zum Beispiel. Deaktivieren bitte. Deaktivieren bitte. Baboom. Agent Husk, der Weg durchs Schiff ist frei. In der Waffenbucht vor mir. Verstanden. Bin unterwegs zu Ihnen. Okay, hier ist nichts. Ich dachte, man könnte vielleicht irgendwas finden. Achso, für mich ist das übrigens hier jetzt auch alles Neuland. Ich hatte ja in der ersten Folge mal erwähnt, dass... Ich habe nichts gedrückt. Ich hatte ja mal in der ersten Folge erwähnt, dass wir, oder dass ich schon ein bisschen angezockt hatte wegen Grafikeinstellungen etc. Und das ging dann bis zur Hälfte von dem Kampf auf Endor. Deswegen alles jetzt neu für mich. Neue Fähigkeit freigeschaltet, Nahkämpfer. Wenn du einen Gegner im Nahkampf besiegst, werden deine Fähigkeiten erneuert und du erhältst eine geringe Menge Gesundheit. Thermaldetonator. Der Standard-Thermaldetonator ist eine Wurfgranate mit tödlicher Durchschlagskraft. Das würde ich sehr gerne... Wieso sind hier... Wieso hat er die Karten hier ausgerüstet? Das verstehe ich jetzt nicht. Was hat er denn da überhaupt alles ausgerüstet? Störung. Anstatt der Störung... Nee, Kontaktgranate wird ersetzt. Hä? Aber wir haben die Kontaktgranate ja gar nicht aktiviert. Verstehe ich jetzt nicht. Egal, dann nehmen wir einfach den Thermaldetonator. So. Was haben wir hier? Nahkämpfer. Nahkämpfer finde ich eigentlich ziemlich cool. Was können wir da für Frontkämpfer-Serie? Ausrüsten. Ach so, okay. Schild. Und hier können wir jetzt... Nahkämpfer? Hä? Ich versteh's nicht. Weil jetzt ist die Impulskanone da und wir hatten da, wo die Impulskanone war, vorher hier die Frontkämpfer-Serie. Hatte das automatisch ausgerüstet? Dann nehmen wir das. Scannen. Ah, okay, jetzt. Ja, das Bild haben wir jetzt gerade eben gesehen, ohne dass er es gehackt hat. Auch manchmal ein bisschen komisch. Oh, was haben wir hier? Hack das Ding bitte. Ah. Schön in geduckter Haltung. Ach, kennen wir das Schiff nicht? Trifft der nicht? Da wollte der gerade einen Thermaldetonator werfen, habt ihr gesehen? Das könnten wir aber auch mal machen. Bitte! Wahrscheinlich treffen wir nicht. Oh, wir haben ein bisschen Schaden zugefügt, aber nicht getötet. Dafür haben wir das jetzt. Da unten. Oh, und da unten. Den habe ich gerade gar nicht gesehen.
Stromstoß. Bitte. Zip. Zwei Stück erledigt. Aua, aua. Gebiet wird gescannt. Okay, da oben haben wir noch welche. Zwei Offiziere, ist das richtig? Da war aber schlecht geschossen. Die sieht uns gar nicht. Einmal. Zweimal. Was haben wir hier jetzt für eine Waffe? Das sieht definitiv nach einem Maschinengewehr aus. Okay, hier können wir wieder unsere Ausrüstung ändern. Gut, haben wir jetzt auch so langsam verstanden. Was haben wir hier? Raketenwerfer? Nehmen wir mit. Ja, kein Raketenwerfer, aber zumindest ein Granatwerfer. Was haben wir da? Blastergeschütz. Was sind das für komische... Was überlädt denn da die ganze Zeit? Überlade die Kühlzellen. Das schaltet die Kanone ab. Komm an, ich bin hier. Ich brauche Deckung. Sobald die Kühlzelle frei liegt, zerstöre ich sie. Das schaltet die Kanonen ab. Verstanden. Okay, wir haben ein Blastergeschütz, was wir hier aufstellen werden. Aber, wo denn? Alter. Oh, wir sind gleich tot. Da war schon einer hier oben. Wo kam der denn so schnell her? Ja, komm. Okay, dann stellen wir jetzt erstmal die Geschütze auf. Wo wäre denn der beste Platz? Gleich hier oben. Gleich da oben. Dann kann er so in diese Richtung. Einsatz nicht möglich, alles klar. Ja, aber dann stellen wir es doch einfach hier hin, weil dann kann es schön in diese Richtung da gucken. Bitte, bitte. Und da hinten war, glaube ich, auch noch eins. Das nehmen wir uns dann natürlich auch noch. Klar, wir werden jetzt hier mal ein bisschen für Ordnung sorgen und ich glaube, das nehmen wir zur Sicherung in diese Richtung, weil uns selbst sichern. So machen wir das. Zünden. Was ist jetzt passiert? Hä? Ach, wir können nur eins aufstellen, oder was? Oh, okay, das habe ich dann verstanden. Alles klar, sorry. Ich dachte, wir könnten die... Wir hätten jetzt da hinten noch eins genommen und... Ah, da steht auch zünden, verstehe. Alles klar. Versuchen wir es nochmal. Droide, überlade die Kühlzellen. Das schaltet die Kanonen ab. Dann gehen wir mal hier hinten. Ich bin hier. Man kann hier nirgendwo in Deckung gehen. Sobald die Kühlzelle frei liegt, zerstöre ich sie. Das schaltet die Kanonen ab. Verstanden. Oh ja. Kommen wahrscheinlich auch von da hinten, ne? Ne, bisher nicht. Wo denn? Wie kommt ihr immer hier hoch, ey? Also wirklich viel helfen tut uns unser Geschütz ja nicht, ne? Da hinten läuft einer mit Maschinengewehr rum.
eine Kühlzelle haben wir erledigt. Alles okay? Ausgezeichnet. Die zweite Zelle gehört Ihnen, Kommandant. Die zweite. Es gibt noch eine zweite. Okay. Das bedeutet wahrscheinlich, das Ganze wird jetzt nochmal interessanter. Wo stellen wir sie dann am besten hin? Wir stellen sie vielleicht hier hin, weil dann sichert sie nach vorne und wir können hier in diese Richtung sichern. So, hier haben wir Blastergeschütz. Wir nehmen das jetzt. Und können es nicht aufstellen. Wie dämlich ist das denn? Oh oh. Bitte. Ich frag mich, wie die immer so schnell hier hochkommen. Vor allen Dingen, was macht denn unser Kollege? Schießt der überhaupt, oder? Wir müssen die Kühlzelle treffen. Hä? Nee, wir müssen das jetzt hier hacken. Mein Freund. So, nochmal. Wir gehen diesmal da unten hin. Weil da haben wir, glaube ich, die beste Sicht. Ich finde das bei den Granaten leider ein bisschen schade. Da kommt noch mehr Rebellen. Dass man... Alter. Bei den Granaten finde ich es leider ein bisschen schade, dass sie direkt geworfen werden und man nicht die Möglichkeit hat, auszuwählen, wo genau will man hin. Wir nutzen jetzt mal einen Nahkampfangriff. So. So bekommen wir nämlich tatsächlich auch ein bisschen Energie zurück. Das ist nicht ganz so schlecht. Der ist für dich. Oh, ist er fertig? Baboom. Nummer 2. Ich habe eine Idee für die letzte. Es gibt 3. Scan läuft. Kühlzelle ist bereit, Kommandant. Gut, ich platziere einen Sprengsatz. Was passiert, wenn die Bombe hochgeht? Das werden wir sehen. Genau wie geplant. Oh ja, klar. Gehört das auch zum Plan? Halten Sie sich irgendwo fest! Droide, Schilde! Komm schon, Druide! Alles klar. Hass, bereiten Sie sich auf einen Angriff auf den Stationskontrollturm auf Hondor vor. Wir können auch die Dockarme zerstören, um die Klammern abzuschalten. Das wird die Energie kappen. Ja, wir kümmern uns erstmal hier unten um die Geschichte. Sehr nice. Was war das? Einen Dockarm haben wir. Dürfen nichts von
unserem Plan mit Operation Asche erfahren. Wie lautet denn unser Plan, Sir? Nacht ist heute mehr denn je der einzige Weg zum Frieden. Admiral Mercier wird die Galaxis säubern, Commander, damit sie wissen, wer hier wirklich herrscht. Würden wir den Kreuzer ausschalten und übernehmen, könnten wir viel über den Feind erfahren. Die Rebellen bringen uns nichts. Ihre Schwächen würden uns scheitern lassen. Richtig, Agent Task. Ordnung entsteht nur, wenn die Galaxis sich uns unterwirft. Commander Jäger im Anflug. Zerstören Sie die Schiffe! Alles klar. Machen wir ja zwar schon die ganze Zeit, aber gut. Wenn wir jetzt welche vorgelebt bekommen, beziehungsweise gezeigt bekommen, die wir erledigen sollen. Ach, versteckt sich wieder da unten im Tunnel. Hä, wo ist der? Muss mal gerade die Sicht ein bisschen ändern. Okay, das heißt, wir müssen hier wieder rein wahrscheinlich. Geben wir mal gerade ein bisschen Gas. Junge, wo befindest du dich? Ich hab gedacht, es hätte gereicht. Das war dumm. Ich dachte wirklich, es reicht. Wir werden schon wieder verfolgt. Es war ja tatsächlich so, dass man sich sehr darüber beim ersten Teil, also bei Star Wars Battlefront 1, darüber beschwert hat, dass eben diese Kämpfe hier, also die Raumschiffkämpfe, dass die da gefehlt haben. Das haben die Entwickler sich jetzt endlich mal zu Herzen genommen und haben tatsächlich dann auch die Elemente wieder mit reingenommen. Aber es ist wirklich eine extrem gewöhnungsbedürftige Steuerung. Geil. Vater wird stolz sein.